er dich nur so irreleiten. Fight! Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und... Aua! Willkommen zurück zu einer neuen Folge Mortal Kombat 11 Aftermath. Ja, in der letzten Folge lief es ja für uns eigentlich erstaunlich gut. Und ich hoffe, ich kann das hier auch weiter so fortsetzen. Bis jetzt schaut es ja noch ganz fluffig aus. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut. Und wenn nicht, ihr wisst schon, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Ah. Junge, muss ich mal auf den Zähnen hier ein bisschen Klavier spielen, oder was? Ja. Du und dein Geblocke hier. Ah, Skorpion. Ah, der kann sowas hier. Oh, ne, so, und hopp, und hier, komm. Ja, da ist die Luft raus, Junge. Ah, komm, komm. Skorpion, ich mache es nicht gerne. Ich bin ein Riesenfan von dir. Autogramm nehme ich sofort gerne. Aber es bleibt mir leider nicht so viel übrig. Ich muss dir leider auch die Klappe geben. Das ist das Spiel, ist es, was das von mir fordert. Du bist keine Herausforderung. Hör erst zu, bevor du urteilst. Danke, Fujin. Der Sturm ist noch nicht vorbei. Shang Tsung. Wir müssen mit dir reden, Bruder. Wir, Fujin? Seit wann bist du mit diesem Abschaum befreundet? Ich bin hier, um dich zu retten, Raiden. Wir kommen aus deiner tragischen Zukunft. Darin besiegt Liu Kang Konika. Aber im Kampf zerbrach ihre Krone. Ohne sie konnte die zerstörte Zeitlinie nicht repariert werden. Unsere einzige Hoffnung war, zurückzukehren, die Krone zu stehlen und ihre Macht einzusetzen. Jetzt können wir den Ausgang des Kampfs gegen Konika ändern. Sie besiegen und die Zeit reparieren. Ich habe dich nie für so naiv gehalten, Bruder. Shang Tsungs Lügen dienen immer nur ihm selbst. Wie konntest du darauf hereinfallen? Sei vernünftig, Raiden. Verbreite deine Lügen woanders, Zauberer. Uns täuschst du damit nicht. Lord Raiden, hören wir zu. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Jetzt schenkt so die Wahrheit. Raiden, halt ein! Tritt zur Seite, Liu Kang. Leg das Amulett ab. Seine Dunkelheit ergreift Besitz von dir. Du betrügst mich auch? Das ist der falsche Weg. Shang Tsung ist diesmal nicht unser Feind. Die Reiche stehen auf dem Spiel und du bildest diese infame Allianz? Genug mit diesem Wahnsinn. Wenn ihr beide sterben wollt, dann bitte. Mein Bruder ist mein Problem. Ich sage, wenn ich Hilfe brauche. Shinnoks Amulett entflammt deinen Zorn und trübt dein Urteil. Vertraue mir. Nee, dein Bruder ist nämlich jetzt mein Problem. So schaut das aus. Ohne mich machst du ja gar nichts hier. Ja. Oh, guck mal. So rum. Ah, schön. Wir können wieder diesen Move machen. Das finde ich, toll. Ich glaube, Mortal Kombat 1 wird das noch mal so ein bisschen perfektioniert. Ich werde nicht scheitern. So, kann man das auch kombinieren? Ach nee, da. Wenn ich den Move mache, ist es zu langsam, okay. Ja, jetzt gibt es doppelt auf die Presse. Was natürlich so eine schöne Sache ist. Damit kann man sich natürlich so ein bisschen
Zusatzunterstützung geben. Das kann nicht viel Schaden machen. Das hat mir gar nicht angezeigt. Aber ganz so wenig ist es nicht. Hör mir zu, Bruder. Uns bleibt kaum noch Zeit. Ich bin ein Narr. Ich habe mich selbst zum Sklaven des Zorns gemacht. Ich lasse nicht zu, dass meine Wut unserem Ziel im Wege steht. Ihr scherzt doch, Lord Fujin. Im Gegenteil, Liu Kang. Raidens Kraft macht dich zum Feuergott. Klar tut sie das. Leider kann ich meine Kräfte noch nicht auf Liu Kang übertragen. Erst muss ich seinen Wiedergänger von Quan Chis Fluch befreien. Wir werden den Wiedergängern bald entgegentreten. Was kannst du uns sonst noch über den letzten Kampf sagen? Wir brauchen jeden Vorteil. Schon einmal besiegt, Chroniker. Natürlich, Fujin. Wie sonst konntest du der Lehre entfliehen? Wenn du es weißt, akzeptiere das Unvermeidliche. Ergib dich. Aber meine Niederlage war nicht dein Sieg, Raiden. Hätte dein zukünftiger Retter die Kontrolle über mein Stundenglas, wären wir nicht hier. Diese Zeitlinie würde nicht mehr existieren. Es kann wohl nicht schaden, deine Vermutung zu prüfen. Selbst wenn du mich besiegst, was dann? Wer beansprucht das Stundenglas? Dir ist doch klar, dass Shang Tsung eure Allianz verraten wird. Wir sind vorbereitet, Chroniker. Seid ihr? Fragt ihr euch denn gar nicht, weshalb Shang Tsung so viel über die Krone weiß? Weil er deinem Befehl folgte und dafür Seelen gesammelt hat. Shang Tsung ist viel zu bescheiden. Er hat die Krone entworfen. Niemand außer mir weiß mehr über ihre Macht. Hätte ich es dir gesagt, säßen wir immer noch am Anfang der Zeit fest und würden miteinander streiten. Du entscheidest, Raiden. Wer soll für immer für die Zeit verantwortlich sein? Ich oder Shang Tsung? Weder noch, Chroniker. Du wirst besiegt. Und wenn Shang Tsung uns verrät, erledigen wir ihn. Du bist ein Narr, Raiden. Schicke die Reiche nicht in die Vergessenheit. Verwundbar, Chroniker. Thank you.
Geht es dir gut? Ja, aber die Krone. Wahrlich, meine beste Arbeit. Ich erkläre dir ihre Funktion. Was ist passiert? Kronika kam her, um die Krone zu holen. Wir haben sie verjagt. Schlagen wir zu, solange sie schwach ist. Treffen wir uns mit den Armeen an der Blutsee. Zusammen stürmen wir Kronikas Insel und übernehmen das Stundenglas. Wir treffen uns auf Kronikas Insel. Diese Narren glauben sich dem Sieg nahe. Ihre Überheblichkeit wird ihr Verhängnis. Wie traurig. Meine Tochter gibt ihrer Sentimentalität nach. Kommen dir Bedenken, Sindel? Wohl kaum. Kitana umwirbt einen Bauern und gehorcht dem Donnergott. Sie könnte keine größere Enttäuschung sein. Wer hätte das gedacht? Die Insel. Komm rechtzeitig. Ein ewiges Reich erwartet dich. Herein. Kitana Khan. Ach, sei nicht so formell, Mutter. Du bist Khan, Kitana. Fordere die Achtung deiner Untertanen. Auch meine. Oh, ich werde dich stets gern begrüßen. Und ich dich stets gern besuchen. Unser Bataillon bricht zur Blutsee auf. Königin Shiva und die Shokan folgen als Nachhut. Darf ich um etwas bitten? Mutter, du musst nicht. Sprich dich aus. Shiva, Königin Shiva, riskierte alles, um mich zu wecken. Die Ehre gebietet, dass ich mit ihr in den Kampf ziehe. Ja, das stimmt. Und die Geste der Loyalität wird die Moral der Shokan heben. Danke, Kitana Khan. Nicht, wann es genug ist. Erledigen wir ihn. Frau, du bist's. Still, mein Gatte. Ich bin hier. Die Seelenkammer wird deine Wunden heilen. Dann bestrafen wir Kitana und nehmen uns den Thron. Imperatorin? Habe ich mich verhört? Du würdest deine eigene Tochter verraten? Sie kommt nach ihrem Vater, Shiva. Jared war ein schwacher König und Kitana ist ein schwacher Khan. Schwach? Sie besiegte Shao Kahn. Aber sie konnte ihn nicht töten. Das ist ihre Lektion. Vernichte deinen Feind, sonst steht er wieder auf. Das war mal so, aber jetzt gibt es bessere Wege anzuführen. Fight! Na, ja, dann wollen wir mal. Hier, komm. Dieser. Ah, immer diese Haarspalterei hier.
Na, so. Das tut weh. Na, komm. Aua. Ah, oh. Das Ding macht ja also. Ja, Sindel ist keine wirklich gute Mutter, müsste ich mal behaupten. Oh, cool. Er treibt hier aber ein ganz falsches Spiel. Au! Komm her, dann. Oh. Ah. Nee, ich wollte keine Massage. Na? So, das wollte ich machen. Na, komm. Ei. Und das sollte das Gleichgewicht. Ja, ich lasse mich absichtlich ein bisschen verprügeln, damit es nicht so schnell vorbei ist. So ein Ding ist das. Ja. Unterglow. Jetzt. Absätze sind gefährlich, ich sag's ja immer. Götterälteste, zitternd vor mir, Shiva. Welche Hoffnung hast du? Kitana ermordete eure Shokan-Brüder. Shiva trotzte ihr und erlitt diese Strafe. Schwört eure Treue und dann werde ich sie rächen. Fuß nehmen und zweiteilen für all die Zeit, die er uns genommen hat. Bald haben wir das Stundenglas. Die Ewigkeit wird unser Reich sein. Wir werden alle Zeit der Welt haben. Shao Kahn. Sindel, kommt mit mir. Kronika sucht nach euch. Kronika? Wo war sie, als Kitana meinen Thron gestohlen hat? Sie soll an ihrem leeren Versprechen ersticken. No. Gestatte mir die Ehre, Gatte. Ich werde zusehen, wie du ihn bestrafst. Deine Schöpferin lässt dich sterben, Geras. Wie sie es schon unzählige Male zuließ. Und mit jedem Mal nähert sich ihr Entwurf der Perfektion. Ja, so kann man das natürlich auch auslegen hier. Es läuft immer kacke und dann, und dann macht man neu und glaubt dann, das wäre toll und geplant, ne? Aua. Na, so nicht, Kumpel. Ich bin eine Lady. Hör auf damit. So. Hast du mal gesehen, doch. Ja, ich liebe, wie sie ihr Haar schwingt. Ist schon irgendwie scharf, ne? Ja, das ist so. Bin halt manchmal auch nur Kerl. Tut mir leid. Na, so war das eigentlich nicht gedacht.
Ach, ja, einfach mal meine Avancen blocken hier. Sowas ist das. Nee, nee, nee. Da, nimm dies. Au. Ahaha. Ah, das sticht. So. Hast du jetzt davon? Genau, verbeug dich mal. Ihre Niederlage wird nur perfekter, Garrus. Aggressionsproblem. Ihre Armee wird gegen die von Raiden um die Krone kämpfen und sie beide schwächen. Was übrig bleibt, zerschmettern wir mit Leichtigkeit. Die Krone wird wieder mir gehören. Und damit beginnt die neue Ära. Commander Cage meldet sich zum Dienst, Sir. Ich meine, Ma'am. Wow, 90s Dad. Du hast schon eine Schusswunde zu viel. Bin wieder heil, Cassie. Raiden hat mich mit seinen Donnerhänden massiert. Wo wir dabei sind, wo ist denn Mama Bär? Da drüben und wartet auf Shiva, aber wir laufen in 5 Minuten aus. Wo sind sie? Schlecht oder ist das sexistisch? Klappe und versuch nicht zu sterben. Genug geschwätzt, Narren. Ihr werdet gefälligst dem Reich dienen. Zwing uns, du autoritäres Arschloch. Schnapp dir den Witzbold. Ich werde das vorlaute Gör erziehen. Ich erziehen? Du weißt, dass ich Shinnok geröstet hab. Ha! Shinnok hat ihn trickiert, weil er im Kampf wertlos war. Dein Sieg über ihn ist der Beweis. Freund. Ja, Freunde, aber an dieser Stelle machen wir in der nächsten Folge weiter. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotty. Ciao, ciao.